Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kirmes-Vlog auf unserem Kanal. Wir sind wieder in Frankfurt unterwegs. Und warum sind wir in Frankfurt? Ja, warum wohl? Es ist Herbstdippemess. Heute ist der Eröffnungstag, der 8. September 2023, Eröffnung der Herbstdippemess. Und wir sind natürlich gleich da. Es ist jetzt Nachmittag, früher Nachmittag. Es ist noch gar nichts los. Wir haben hier direkt einen Parkplatz gekriegt. Das ist schon selten. Also hier ist meistens richtig viel los, wenn man im Auto anreist. Aber gut, die Dippemess geht bis zum 17. September. Und ist insgesamt ein bisschen kleiner. Drei Attraktionen freue ich mich drauf. Haunted Castle, dann Time Machine von Buwalda und also der Coaster und Eclipse, der Propeller. Genau, wir haben auch heute noch einen neuen Count und zwar, wie Andreas schon gesagt hat, Time Machine von Buwalda. Den haben wir nämlich noch nicht, den wollen wir auf jeden Fall mitnehmen. Und für die Herbstdippemess muss man sagen, es sind, ich glaube, 32 Grad. Man merkt noch nicht, dass so das Herbst ist. Es ist ziemlich warm, es ist richtig schönes Wetter. Und ja, ich freue mich jetzt, weil Kirmes mag ich immer sehr gerne. Die Atmosphäre ist immer schön und was Besonderes. Und dann schauen wir mal, was wir so sehen können. Man muss noch sagen, im Vergleich zu der Frühjahrsdippemess ist es jetzt ein bisschen abgespeckteres Programm als im Frühjahr. Aber gut, da war auch die Beschickung herausragend für die Dippemess. Das war sonst auch nicht so. Und jetzt ist es ein bisschen abgespeckter. Es ist ja auch nur eine Woche eigentlich jetzt von dem Zeitraum. Im Frühjahr ist es ja auch länger. Aber wir sind trotzdem dabei. Uns gefällt die Dippemess. Wir wohnen in der Nähe. Und deswegen nehmen wir sie natürlich mit. Vor allem auch wegen des einen Counts, den wir noch gar nicht haben. Also dann? Dann geht's los auf die Gehen wir auf den Messeplatz. Los geht's. Und ihr kommt mit. Viel Spaß bei dem Vlog. Und wir haben das Marktgelände erreicht. Es ist wirklich noch gar nichts los. Es gab nicht mal eine Taschenkontrolle da hinten am Eingang. Sonst gab es sie eigentlich jedes Mal. Also hier ist wirklich im Moment noch tote Hose. Das wird sich vielleicht heute Abend ändern. Abends wird es ja immer am Eröffnungstag relativ voll. Aber hier war es auch schon im Frühjahr am Eröffnungstag mittags bzw. nachmittags total leer. Man wird hier direkt begrüßt vom Riesenrad, direkt hier am Eingang. Das ist ganz schön. Das ist immer cool, wenn man das Marktgelände so betritt und direkt das Riesenrad sieht. Wir wollen uns jetzt erstmal gleich mit zwei guten Freunden treffen, die auch hier heute sind. Im Frühjahr waren wir auch zusammen hier und suchen die jetzt erstmal. Wir haben schon einen Treffpunkt ausgemacht und dann gibt es heute hier gemeinsame Kirmes-Action. Es sind schon ein paar Attraktionen, auf die ich ganz heiß bin. Auf jeden Fall die Geisterbahn und der Coaster, wie Anna schon sagte. Also es gibt wirklich, auch wenn es nicht ganz so groß ist wie im Frühjahr, doch immer noch Gründe, heute herzukommen oder jetzt die nächste Woche. Also auch wenn eigentlich der Herbstdippemess ist und wir das letzte Mal auch ganz schön gefroren haben, aber heute sind es 32 Grad und mehr. Wir werden es jetzt erstmal eincremen und der Schatten hier ist echt angenehm, weil es super heiß. Essen wir heute auch was hier? Auf jeden Fall essen wir was hier. Lass mich raten, eine Wurst? Schauen wir mal, ja, vielleicht. Erstmal sind wir jetzt auf der Suche nach dem Kinderkarussell Aladdin, weil da unser Treffpunkt ist, wo wir die anderen treffen und kein Plan, wo der steht. Ich habe ihn noch nicht ausfindig gemacht. Hier ist jetzt erstmal der Gold Rusher, der SBF Kiddie Coaster von Bügler. Eigentlich relativ cooles Teil. Ich finde, der Zug sieht auch cool aus.
gerade mit diesem matten Look. Mit diesem matten Look finde ich den immer ganz cool eigentlich. Ist auf jeden Fall ein netter Kiddie-Coaster und wird eigentlich auch immer gut angenommen. 4 Euro kostet hier heute eine Fahrt. Ich stehe hier jetzt vor dem Haunted Castle. Das ist eine neue Geisterbahn, die wir noch nicht kennen. Und die wollen wir auf jeden Fall noch fahren und uns erschrecken lassen. Und wahrscheinlich werden wir auch die Kamera mitnehmen für einen On-Ride. Fünf Euro kostet hier eine Fahrt im Haunted Castle. Die Front sieht relativ cool aus. Gefällt mir. Leider noch kein Mensch drin, aber das ist hier allgemein im Moment so. Ist noch sehr, sehr leer, aber sieht cool aus. Zwei Ebenen. Relativ moderne Wagen, also ich freue mich drauf. On-Ride unbedingt anschauen, aber die kommen eh mal ganz gut an, habe ich so das Gefühl. Die Geisterbahn On-Rides. Zumindest haben sie viele Views. Hui, da gibt es wieder Erschrecker. Da sind auf jeden Fall schon welche am Schreien. Also wir haben die anderen jetzt getroffen und sind komplett und gehen jetzt tatsächlich erstmal zur Geisterbahn und zum Gold Rusher, dem Kiddie Coaster. Boah, wie die Sonne scheint, ist wirklich krass. Ja, also Gold Rusher und dann Geisterbahn und dann schauen wir weiter. Oder andersrum, das wird spontan entschieden. Also Geisterbahn haben wir passiert. Wir starten doch mit dem Coaster vom Bügler SBF Kiddie Coaster. Ja, sind wir das letzte Mal in Bad Kreuznach schon gefahren, aber ist immer ganz nett. Finde ich einer der besseren Kiddie Coaster. Das war jetzt hier also die erste Fahrt auf der Herbstlippe-Mess. Herbst, das Wort ist gerade so geil im Sommer, die Sonne knallt so derbe. Ja, der Gold Rusher, schöne Kiddiebahn. Der Lift ist mittlerweile ein bisschen am ruckeln und hakelig, aber der Bügler hat gerade gesagt, der muss mal wieder neu eingestellt werden, also wird das auch bald behoben. Ansonsten fährt sie sehr schön, 3 Runden gefahren, 4 Euro kostet hier ein Ticket. Richtig schöne Familienbahn und ich finde dieses Western-Thema, Minenachterbahn und so weiter, richtig, richtig gut. Gefällt mir. Also nach dem Coaster gehen wir jetzt zu dem Wellenflieger von Reue und wollen uns da ein bisschen durch die Gegend wirbeln lassen. So, auf geht's, Heinrich, dann jetzt wieder mitfliegen. Wie Anna gesagt hat, gehen wir jetzt hier erstmal auf den Wellenflug oder sitzen schon drauf und gleich geht's los. Hier die schönen Kreise drehen. Also das war jetzt hier unsere Fahrt auf dem Wellenflieger von Reue. Was richtig cool ist, da oben ist eine Wasserdüse und da kommt die ganze Zeit Spritzwasser raus. Und jedes Mal, wenn man durchfliegt, dann wird man schön nass. Also halbe Wasserbahn, halber Wellenflieger, auf jeden Fall ganz nett. Hat mir gut gefallen. Auch hier eine Fahrt, 4 Euro.
it like that? Got it like that. Can I have it like that? Got it like that. Can I have it like that? So drop your purse and grab your hip. Can I have it like that? Got it like that. Can I have it like that? Wir sind jetzt hier bei Eclipse angekommen, dem Propeller. Boah, die Sonne scheint so. Hier ist er gerade am Fahren. Schon ein mächtiges Teil. Auf jeden Fall auch hier mit das intensivste Fahrgeschäft hier auf der Dippermesse, würde ich sagen. Ehrlich gesagt, 8 Euro sind mir sogar ein bisschen viel. 8 Euro ruft er hier nämlich auf. Und irgendwie knallt die Sonne zu krass im Moment. Vielleicht später, aber vielleicht auch gar nicht. Ich finde 8 Euro ein bisschen viel. Was meint ihr? Finde ich ein bisschen heftig. Aber naja, ich gucke ein bisschen zu. Denn hier steht ja noch der Disco Express und hier der größte Coaster der Herbstdippemess. Aber alle wollen erstmal essen, also warten wir kurz. Also bei der Hitze zum ersten Mal kein Washed with Pommes für mich. Ich entscheide mich heute für eine Ofenkartoffel und vielleicht noch für Champignons. Aber ich werde eine Currywurst essen. Ich muss der Tradition folgen. Hier im Hintergrund übrigens noch Hip-Hop Fly. Habe ich schon so oft gesehen dieses Jahr, ist ja Wahnsinn. Während die anderen jetzt hier alle für ihre Ofenkartoffel anstehen, bleibe ich doch fleischlastig und guck lieber Hip-Hop Fly zu und hol mir gleich meine Currywurst. Na dann lass sie dir mal schmecken. Hier im Kartoffelhaus. Also heute bin ich mit meiner Currywurst alleine, aber schmeckt mir trotzdem. Lassen wir uns noch mal richtig durchschütteln. Jetzt gehen wir zu unserem Lieblingsbreaker und zwar zum Breakdance vom Schramm. Der ist direkt hinter uns und da geht's jetzt los. Ja.
wir setzen wieder zu Lambo an. Fiebers heißt ihr nein. Wollt ihr noch einer? Ihr seid zu leise! Und es geht los. Breakdance Action bei Schramm. Also das war jetzt hier die Fahrt von dem Breakdancer von Schramm. Fast 5 Minuten gefahren, genau richtig von der Intensität. Hat richtig Spaß gemacht, war echt cool. Und wir haben es echt mega gedreht, war echt cool. Aber das Finale war leider scheiße. Er hat gerufen, auf zum Finale, und dann war die Fahrt vorbei. Hat er nie mitgedacht. Da hat er recht. Hier bei dem Breakdance von Schramm sind auch die Flammen richtig geil. Die ganze Zeit kommen da Flammen hoch. Ich versuche es gleich nochmal zu filmen, aber richtig, richtig cool. Wir gehen jetzt erstmal weiter Richtung dem Spinning Coaster und dem Disco Express. Ich glaube, zuerst wird der Disco Express gefahren und ja, dann freue ich mich auch auf den Spinning Coaster von Buvalda. Disco Express, haben wir schon ein Ticket. Das war jetzt hier die Fahrt auf dem Disco Express. Ist richtig cool gefahren, hat, wenn er die Geschwindigkeit ordentlich aufgedreht hat, einen richtig in die Seite gepresst. Geile Musik, Nebelmaschine, Disco-Kugel. Was will man mehr? 4 Euro kostet hier die Fahrt. Hat sich gelohnt, war auf jeden Fall relativ cool. Feuerwehr.
Also wir kommen jetzt hier gerade aus dieser Spinning Maus Time Machine von Buwalda. Ich muss sagen, für eine Spinning Maus sie wirklich smooth gefahren, war richtig angenehm, hätte ich nicht gedacht. Ist jetzt immer noch nicht mein Lieblingsachterbahn oder so, aber sie ist wirklich, also sie hat uns nicht getötet und unsere Beladung war mit, wir waren zu dritt in dem Ding, war so gut, dass wir uns extrem gedreht haben. Also das ist wirklich eine Spinning Maus bei richtiger Beladung, hat Spaß gemacht. 6 Euro kostet hier eine Fahrt, aber ich finde es echt eine der besseren Spinning-Mäuse. Hat mir echt Spaß gemacht und Coaster Count plus 1. So, nach der Achterbahn geht's jetzt zum Geisterhaus. Haunted Castle. Die Sonne geht langsam unter, es wird dunkler. Zeit zum Erschrecken. Also, Haunted Castle, On-Ride machen wir natürlich, gerne wieder auf unserem Kanal anschauen. Ich bin mal gespannt, was die Geisterbahn so kann. Ich habe schon vorher gelesen, soll eigentlich ganz cool sein. Bist du gespannt? Ich bin total gespannt und bin jetzt bereit. Genauso wie ich, los geht's. Euro kostet hier eine Fahrt, also rein erschrecken lassen. Also das war jetzt hier unsere Fahrt im Haunted Castle. Ich fand sie okay, muss ich sagen. Das sind nicht so einzelne Wagen, sondern wie ein kleiner Achterbahnzug. Das heißt, zwei Wagen sind hintereinander gekettet und dadurch sind die Schreckeffekte und die ganzen Effekte nicht so perfekt abgestimmt, muss ich sagen. Zum Beispiel der mit der Kettensäge. Jetzt habe ich es verraten. Am Ende kommt einer mit der Kettensäge. Oh, Wunder, Wunder. Habe ich vorne gar nicht gesehen. Irgendwie kommt er dann eher hinten bei dem Wagen und so manche Effekte auch. Ansonsten war es ganz cool. Ist auf 2 Etagen. Outdoor-Part, Indoor-Part. Ja, nette Geisterbahn. Ich werde schon wieder erschreckt hier, ja. Weg, weg, weg. Ja, nette Geisterbahn, muss sagen, ja. Also meine Mitfahrer fanden es auch so lala, Anna auch. Sie ist schon wieder gerade. Das hier ist übrigens die Truppe, mit der wir hier gerade unterwegs sind. Darum werde ich hier immer so ein bisschen gestört. Und Anna quatscht schon wieder. Nee, also ich würde sagen, Empfehlung so lala. Naja, kann man machen, muss man nicht. 5 Euro sind nicht vergeudet, aber ja, gibt bessere. Also, die Karawane zieht weiter und zwar wollen wir an dem Greifer unser Glück probieren. Vielleicht angeln wir noch ein Tierchen. Denn hier wurde groß getönt, ohne Kuscheltier gehen wir nicht vom Kirmesplatz. Ich bin gespannt. Mittlerweile sind wir auch alles gefahren, was wir fahren wollten. Eclipse lassen wir heute mal wieder aus. Irgendwie, keine Ahnung, keine Lust. Das muss als Grund reichen. Ja, ansonsten haben wir alles gemacht, was wir machen wollten. Jetzt geht es noch zum Greifer, Tierchen holen. Gegessen haben wir ja auch schon. Und langsam wird es hier auch ziemlich, ziemlich voll. Ah, ich sehe, da wird noch eine Wurst gegessen da hinten. Nee, aber langsam wird es ziemlich, ziemlich voll. Aber ganz cool. Also Stimmung ist auf jeden Fall gut. Zeit vergeht hier wie im Flug. Macht auf jeden Fall wieder Spaß. We'll be right back.
it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? So drop your purse and grab your hip. Can I have it like that? Na, das ging aber schnell. Das ging sehr schnell. Glückstag. Ja. Ja, wir haben jetzt hier auf der Dippemesse so langsam alles gemacht, was wir machen wollten. Wir sind viel gefahren. Wir haben ein Kuscheltier dabei. Wir haben was gegessen. Wir haben jetzt gerade nochmal beim Breakdance ein bisschen zuguckt. Mit den Flammen ist hier bei der Dunkelheit einfach nur geil. Ja, und jetzt? Ja, jetzt haben wir alles mitgenommen, Kirmesatmosphäre geschnuppert, was gegessen, was gefahren. Ich denke, so langsam machen wir uns auf den Rückweg. Es wird nämlich echt voll. Es wird wirklich voll, aber war ein geiler Tag, auf jeden Fall. Vom frühen Nachmittag jetzt bis zum Abend hier hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht. Gibt es jetzt noch den obligatorischen Langosch auf dem Nachhauseweg und auf dem Weg zum Auto noch einen kleinen Snack und das war's. Wir verlassen jetzt hier das Gelände. Ja, jetzt stehen wir am Ausgang und das war unser Besuch auf der Herbstdippemess 2023. So herbstlich fand ich es gar nicht. Es war ziemlich heiß. Ich fand es ziemlich sommerlich. Aber jetzt hier, wenn die Sonne untergegangen ist, ja, ist ein bisschen abgekühlt. Auch wenn jetzt hier das Line-Up nicht das Beste war, fand ich es ziemlich cool. Wir sind richtig viel gefahren. Waren auch gute Sachen dabei. Die Geisterbahn war cool, der Spinning Coaster war cool. Und der Breakdance jetzt bei Nacht war eigentlich das Geilste, oder? Wie der aussah. Das stimmt, da war mega Stimmung. Oh, diese Flammen, unbedingt das On-Ride anschauen. Die Flammen und alles war richtig, richtig fett. Also die haben richtig Show gemacht. Auch wenn jetzt nachts das Fahrprogramm nur noch
knapp über 2 Minuten ist, um da die Massen abzuarbeiten, denn es wurde ziemlich voll. Also wer lange fahren will, besser mittags, aber abends unbedingt mal vorbeikommen und es anschauen. Ich genieße jetzt hier noch die Reste des Langos auf dem Weg zum Auto und ja, was sagst du? Also ich fand es auch mega cool, die Stimmung war toll. Es hat richtig Spaß gemacht. Unsere Taktik, mittags kommen, abends gehen, ist total aufgegangen. Wir haben jetzt hier noch die Lichter mitgenommen, aber bevor es jetzt richtig voll wird, gehen wir schon. Und ich fand es richtig gut, wir haben so viel machen können. Es war wirklich ein schöner Besuch. Die Hitze hat ein bisschen mitgenommen, aber das Gute ist, hier gibt es überall diese kleinen Biergärten. Das finde ich immer total schön. Also mir hat es total gut gefallen. Ja, mir auch. Also dann im Frühjahr sehen wir uns wahrscheinlich hier wieder bei der Frühjahrstippemess, die ja immer ein bisschen größer und ein bisschen länger ist. Aber ihr habt jetzt noch genug Zeit, hierher zu kommen. Bis nächste Woche Sonntag, den 17. ist die Dippemess hier noch offen. Und da habt ihr doch echt noch genug Zeit. Das ganze nächste Wochenende zum Beispiel, dieses Wochenende. Dann viel Spaß euch auf der Dippemess. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Wir posten hier regelmäßig Videos, also nichts verpassen. Das war's. Tschüss aus Frankfurt. Tschüss.